Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zur Spielerunde mit dem Alcatel One Touch Scribe HD. Wie ihr seht, haben wir hier einiges an Spielen, die wir testen wollen. Allerdings mache ich das mal jetzt ein bisschen anders. Nachdem ich sehr nette konstruktive Kritik bekommen habe, werde ich doch mal das Ganze versuchen umzusetzen. Mir wurde geraten, die ganzen Sachen ein bisschen kürzer zu halten und das teste ich einfach mal, wie das jetzt bei euch so ankommt, ob ihr das lieber kurz und knackig wollt, immer, also ich werde jetzt immer 4 Spiele testen und das wird dann jeweils ein einzelnes Video. Dann kann sich jeder so ein bisschen das rauspicken, was er gerne sehen möchte an getesteten Spielen. Oder aber, ob euch das lieber ist, wenn ich das wieder in einem, sagen wir, halbstündigen Format mache. Das werde ich dann anschließend auswerten und dann mal gucken, was ihr so sagt. Ja, wir fangen an mit den oberen Spielen. Die anderen kommen dann, wie gesagt, in den nächsten Videos. Und zwar ist es diesmal Doodle Jump, Minion Rush, CSR Racing und der Trigger. Müsstet ihr alles auch schon aus meinen anderen Gaming-Videos kennen, wenn ihr sie gesehen habt. Wenn nicht, guckt es euch an. Wir fangen an. Doodle Jump sollte jeder kennen, mindestens aus der Werbung. Es ist ganz lustig zum Zeitvertreib, wie ich finde. Wir wollen nochmal den Ton ein bisschen lauter stellen, dass wir hier auch ein bisschen was hören. Und sagen Play. Ja, ist hier noch der. Jupp, den haben wir erledigt. Also ich starte das Ganze hier mit dem Lagesensor. Wem das noch nicht bewusst ist. Das ist sehr feinfühlig, also ihr müsst nicht allzu viel, sonst geht er hier über den Bildschirm hinaus. Da kommt wieder irgendwas. Den haben wir erledigt. Ich mache hier nochmal ein paar Meterchen. Upp, die Raketen nehmen wir noch mit. Jupp. So, und das soll jetzt eigentlich auch genügen. 10.000 haben wir erreicht. Ja, Name, blablabla. Alles klar. Nein, nicht Play Again, Menü. Und wir gehen raus. Das sollte eigentlich für Doodle Jump reichen. Es funktioniert auf jeden Fall, das habt ihr gesehen. Dann machen wir weiter im Text mit Minion Rush. Ist auch so wie Temple Run und Subway Surfer. Ein kleines, ja, ich würde fast sagen Jump'n'Run Ausweichspiel. Und jetzt kommt wieder das lustige Einleitungsvideo. Wo es hier um den Minion der Woche und Minion des Monats geht. Ich interpretiere das so, dass wir das werden sollen. So, ich habe es einfach mal gecuttet, weil das Video dauert auch ein bisschen länger und der hat ja auch noch Daten nachgeladen. Und wer das Video sehen möchte in voller Länge, der kann sich das Spiel ja installieren, dann möchte das wahrscheinlich auch spielen, denke ich mal. Und kann sich dann in voller Länge, voller Güte angucken. Ja. So, das ist unser kleiner Minion. Und wir spielen aber eine Runde jetzt. Wie gesagt, es ist so ein bisschen wie auch Temple Run. Ja, wir bekommen noch eine kleine Erklärung zu Anfang. Bei der Einführung, da stoppt der auch noch ein bisschen, wenn wir mal nichts machen. Das Intro war jetzt, also diese Einleitung war doch ein bisschen hackelig. Gucken, ob sich das jetzt so durchzieht. Leg dir den Zahn zu, ihr Kleiner. Au. Dumm die Däume, ja. Nein, wieder beleben brauchen wir nicht. Wir machen einfach nochmal neu.
Immer diese Erklärung hier. Ich frage mich auch, was der Ladebildschirm jetzt soll. So anspruchsvoll ist das Spiel eigentlich nicht. Jetzt gucken wir mal, ob es gleich von Anfang an flüssig läuft. Das sieht schon sehr viel besser aus, wie ich finde. So, genau, den Teil steuert ihr mit dem Lagesensor, wird uns hier auch nochmal erzählt, deswegen hält er hier kurz an. Ja. So, und das dürfte eigentlich jetzt eine Erklärung eigentlich auch gewesen sein. Auch das läuft absolut flüssig jetzt, nachdem die ganzen Erklärungen durch sind. Absolut problemlos. Ja. Und auch deutlich flüssiger als im Y300. So, das soll es gewesen sein. Ihr habt gesehen, das läuft. Es läuft flüssig. Das ist sehr schön. Also das Y300 hat da doch hin und wieder ein bisschen gehackelt. Es war zwar spielbar, aber nicht ganz so spaßig wie hier jetzt. So, wir machen weiter. CSR Racing. Für den, der es nicht weiß, ist eigentlich nur ein Beschleunigungsrennen, wenn man so will. Ihr müsst euch hier durch die verschiedenen Klassen kämpfen, indem ihr dann den jeweiligen Boss und vorher seine Crew besiegt. Die sind natürlich alle immer ein bisschen stärker, das heißt, ihr müsst ein bisschen Rennen fahren, Geld verdienen und euer Auto ein bisschen aufmotzen. So, wir machen mal ein Rennen. Das soll eigentlich auch reichen, damit ihr einfach das jetzt gut sehen könnt, wie es läuft. Eine absolut geile Grafik, wie ich finde, vor allem für ein kostenloses Spiel auch hier. Ja, Ziel ist es, möglichst immer die grüne Lampe am Leuchten zu halten, wenn ihr startet. Und genauso, wenn ihr schaltet, dann sollte auch gerade die grüne Lampe blinken. Jetzt war ich zu spät dran, das habt ihr gesehen. Aber war trotzdem gewonnen. Später gäbe es noch Nitro, wenn ihr es eingebaut hättet. Hatte ich hier an dieser Stelle noch nicht. Ich habe es erst kurz einmal angespielt, um die ganze Einleitung wegzuhaben. Weil das ist nicht so interessant für euch jetzt im Test. Ja. Also, das war CSR Racing. Ich würde sagen, das reicht an der Stelle auch schon. Ihr habt gesehen, auch das ohne Probleme, wunderbar flüssig. Kommen wir zuletzt jetzt zu Dead Trigger in dieser Reihe. Auch hier habe ich schon mal dieses kleine Anfangsgeplänkel weggelassen. So, hier haben wir die Map. Ihr seht das vielleicht, absolut schlierenfrei, ruckelfrei, oder die schon. Da gab es ja vor zwei Versionen, glaube ich, bevor jetzt das irgendwann mal im Update die Beseitigung kam, mit der Adreno 203 jedenfalls noch das Problem, dass das hier immer so ein Blur-Effekt war. Ist verschwunden, ist auch bei dieser CPU-Einheit nicht mehr vorhanden. Hier ist keine Adreno 203 drin, sondern ein Power4 Air, wenn ich es so richtig weiß gerade. Auf jeden Fall ist es ein MediaTek-Chip. Ja, da sind wir auch schon. Und dürfen uns hier mal wieder ins Getümmel werfen. Das Spiel macht umso mehr Spaß, umso größer das Display ist, das kann ich euch schon sagen. Da kommen wir noch mehr. So, mussten wir hier durch. Da kommen auch schon wieder unsere Freunde, die Zombies. Von überall. Das war jetzt aber nicht nett. So,
Wir ziehen uns mal hier rein. Oh, jetzt habe ich aus Versehen das Geschoss gestellt, was ich schon mal bekommen habe. Das macht jetzt die ganze Arbeit für mich. Naja. So, wollen wir mal gucken, ob wir genug getötet haben, dass wir hier rauskommen. Nein, anscheinend noch nicht. Na, jetzt haben wir es doch. Ja, das war die ganze Mission. Die haben wir geschafft. Und ich würde sagen, das reicht an der Stelle auch wieder von der Trigger. So, damit wären wir auch schon durch mit der ersten Spielerunde hier. Wie gesagt, es folgen noch drei mit den Spielen, die ihr hier sehen könnt. Die ihr hier sehen könnt, entschuldigt bitte. Jetzt stellt meine Kamera mal wieder nicht scharf. Ist ein ewiges Spiel. Ja, also ihr könnt sehen, was euch noch erwartet. Und das folgt dann in den nächsten Videos, die ich nach und nach online stellen werde. Könnt mir gerne eure Meinung dazu sagen, wie ihr jetzt dieses neue Format findet, mit weniger Spielen, kürzerer Zeit. Ich hoffe, ich kann das ungefähr auf 10 Minuten so begrenzen, die Videos jetzt immer. Und dann bin ich auf eure Reaktion gespannt. Das war's von mir. Ich wünsche euch nachher einen schönen Abend. Danke fürs Zusehen. Wenn euch mein Video gefallen hat, wie immer, kleines Däumchen drauf. Freue ich mich drüber. Als weitere Fragen, Anregungen, runter in die Kommentare einfach. Ich danke euch.